Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir sind hier in den Katakomben und ich habe keinen Bock mehr. What the fuck? Ah, oh, das ist dieser Raum. Darin wurde irgendetwas aufbewahrt. Roboter profitieren von Antilopen-Morphologie, obwohl Capreni eine höhere Belastbarkeit aufweist. Das so weg, während... Das ist der Raum, wo wir rein wollten, Leute. Boah, sehr gut, ey. Sowas hätte ich nicht verkraftet. Die Alpha Registry Master-Datei. Intakt? Ja. Sieht unbeschädigt aus. Worauf wartest du denn noch? Kopier die Datei. Damit kann ich die Registry der Urmutterluke wiederherstellen. Sie öffnen. Hineingehen. Und die Geheimnisse darin erfahren. Mein Geburtsort. Vielleicht, wer mich geboren hat. Wer? Bist du wirklich so naiv? Dort wird kein Wer auf dich warten, Aloy. Wie auch immer du auf die Welt kamst, es war ein Was, kein Wer. Du Bastard. Oh nein, ich hatte eine echte Geburt. Du, Aloy, bist die Schöpfung einer Maschine. Doch welche Maschine und warum? Warum bist du auf der Welt? Was war das? Die Eclipse. Du musst verschwinden. Was du da hast, ist zu wertvoll. Du bist zu wertvoll. Ich hab da noch nicht alles gescannt, oder? Du lebst noch. Gut. Ich plane einen passenderen Tod für dich, Kind. Mein ganzes Leben wusste ich eines mit prophetischer Sicherheit. Dass ich zu Ehren kommen würde als ein Streiter der Sonne. Selbst bei Gerans Ermordung, selbst als Meridian fiel, habe ich nie daran gezweifelt. Bis du gekommen bist. Als ich hörte, du hast überlebt, nagte der Zweifel an mir. So sicher, wie die Sonne jeden Tag ihren Lauf nimmt, sterben die, die ich töten soll. Doch diesmal nicht. Wie? Warum? Mit jedem deiner Angriffe, jedem Soldaten, der durch dich fiel, wuchs der Zweifel in mir weiter. Ich träumte immerzu davon, dir die Kehle aufzuschlitzen. Ein Schnitt. Ein schneller Zug mit der Klinge und du blutest aus. In so etwas bin ich sehr geübt. Warum zögern? Woher kam dieses Versagen? Und was zeigt deine Narbe? Du hast es nicht geschafft. Ja, ich erinnere mich. Er kämpfte gut. Für einen Wilden. Sein Name war Rost. Und er war ein besserer Mann, als du es je sein könntest. Der bessere Mann? Ist der, dessen Gedärme nach dem Kampf nicht vor ihm liegen? Nein. Er war das nicht. Ich hätte dich töten können, bevor er angriff. Aber ich tat's nicht. Dieses Versagen verfolgte mich lange. Bei jedem Schritt. Erst als ich dich gefangen nahm. Unten an dem Ort. Erkannte ich endlich... wie die Wege der Sonne den gesamten Verlauf der Ereignisse gekennzeichnet hatten. Du solltest damals auf dem Berg überleben. Ausgrabungen angreifen und meine Männer töten. Und ich sollte dich gefangen nehmen. Hier.
damit du als eine rituelle Opfergabe für die Sonne sterben kannst. Es ist alles, wie es sein sollte. Schicksal und Vorbestimmung. Du bist ein Idiot. Ein gefährlicher zwar, aber ein Idiot. All dieses Gerede von Schicksal und Bestimmung. Hades redet bestimmt genauso, nicht wahr? Man hält dich nur zum Narren. Hades ist eine alte Maschine, nicht der verborgene Schatten der Karja. Er schert sich nicht um Meridian. Er will einfach alles und jeden töten. Und du bist ein williger Sklave. Ich diene nicht dem verborgenen Schatten, sondern der Sonne im Schatten. Die Hälften der Natur, vereint für die Sache. Schatten zur Sonne, Dunkel zu Licht. Merkst du wirklich nicht, wie lächerlich das klingt? Statt einem irren, mörderischen König dienst du jetzt einer irren, mörderischen Maschine. Du steigst ab, nicht auf. Klar? Ich werde daran denken, wenn ich deine Leiche brennen sehe. Was davon übrig ist. Du begreifst es wirklich nicht. Du wurdest endlich besiegt. Und damit der Zweifel. Und aus einem festen Glauben wächst unbändige Kraft. Dann öffne den Käfig und stell dich der Probe. Prüf nach, ob es so kommt, wie du denkst. Der Kreis ist geschlossen. Jedes Element ist am richtigen Platz. Genau da, wo es hingehört. Die wilde Bestie, gefangen, wird ihren Zweck erfüllen. Als ein Opfertier. Ah, was übrigens Opfer angeht, das wollte ich noch sagen. Nach der Zerstörung des Eclipse-Netzwerks schickte ich Boten in den Osten. Sie sollten dort Truppen versammeln für den Angriff auf das Heilige Land. Ich befahl, alle Nora zu töten. Ich hatte gehofft, du wärst dort, aber... Naja, die Aktion war dann wohl doch unnötig. Warum Unschuldige töten, ganz ohne Gewinn? Reine Zeitverschwendung. Das stimmt. Ich bin nicht mal da, um zuzusehen. Wie dem auch sei, ich könnte den Befehl auch gar nicht mehr zurückziehen. Da du ja unser Netzwerk zerstört hast, ist die Kommunikation mit meinen Truppen unmöglich. Du hast nicht nur dich verdammt, sondern den ganzen Stamm. Lässt sich darin nicht deutlich das flammende Urteil der Sonne erkennen? Dein Fokus. So ein mächtiges Gerät, nicht wahr? Und so zerbrechlich. Siehst du? Diesmal habe ich nicht gezögert. Das Messer hat schon zugestochen. Was für viel Laberei, mein Lieber schon. Gläubige, freut euch! Unsere Jahre im Schatten sind vorbei! Ein neuer Morgen dämmert am Horizont. Ein neuer Tag, der bald anbricht. Und wenn es soweit ist, wird der falsche Sonnenkönig tot sein. Und das heilige Meridian gehört wieder uns! Und ich bin ein Verkünder der Prophezeiung. Alle Hälften der Natur vereint für die eine Sache. Schatten zur Sonne, Licht zum Dunkel, Nacht zum Tag. Seht her! Bleibt sitzen!
Seht ihr nicht den Beweis des Segens der Sonne vor euren Augen? Wie sonst könnten Schatten wie diese im Licht des Tages herumstreifen? Wären sie nicht gebilligt von der Sonne und unserer Sache verbunden? Vor vielen Jahren, als der große Ring geweiht wurde, endeten viele Gläubige auf Anordnung des strahlenden Jiran unter den Hufen eines Behemoths. Mächtig ist der Behemoth in den Augen der Sonne, aber noch mächtiger ist er, durchdrungen von der Macht der Schatten. Lass diese hier, die Intrigen gesponnen hat, die Erste sein, die stirbt! Lass sie die Erste sein von Tausenden! Behemoth, was war da nochmal? Oben die Dinger, unterm Bauch das Ding. Ich habe keine Waffen oder was? Alle meine Waffen liegen oben auf der Plattform und ich komme nicht aus diesem Ring raus. Vielleicht kann ich seine Stärke gegen ihn einsetzen. Die Säule schwankt. Noch ein Treffer und die Säule bricht zusammen. Welcher Säule sind meine Sachen? Ich Alter, der trifft alles. Die Mauern sehen stabil aus, aber die Säulen nicht. Sie wurden nicht gebaut, um einem wahnsinnigen Behemoth standzuhalten. Aber ich bin auch gleichzeitig gestorben, oder? Auch nicht schlecht. Oh, das macht auch schon wieder super viel Laune, weil ich einfach von vornherein nicht viel Leben hatte. Juhu. Ach so, du machst auch Kurven, ja, das wusste ich nicht. Lass jetzt hier den Metzig machen. Rat mal, wer wieder Waffen hat. Jetzt bist du nur noch ein großes, dummes Ziel. Ja, ich bin aber direkt tot. Sie müssen etwas mit seinen Lieberangriffen zu tun haben. Ja, genau. Was?
hagelt denn da? Der in Real oder was? Nice. Silence. Freuen die sich? Ich dachte, die wären auf dem seiner Seite. Easy, nice. Das war mal gut. Du bist hier. Wirklich hier. Hast dein Leben riskiert. Ja, natürlich. Wenn du stirbst, wird uns der Heilige Berg niemals seine Geheimnisse enthüllen. Dann hast du deine Zeit verschwendet. Helis zerstörte meinen Fokus. Und auch die Alpha Registry. Keineswegs. Ich habe jeden einzelnen Datensatz kopiert, während ich deinen Fokus überwacht habe. Ihre Installation auf einem neuen Fokus war ganz einfach. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Du machst es einem unmöglich, dich zu mögen, Silence. Aber ihn brauche ich wohl. Finden wir den Ort deiner Geburt. Vielleicht sogar den Grund dafür. Ja, finden wir die Maschine, die mich erzeugt hat. Das willst du doch sagen. Ich muss los. Ich glaube, es war ein Waschbär. Ja? Ich glaube, es war ein Waschbär, Freunde. Wie konntest du mich denn finden, obwohl ich keinen Fokus mehr hatte? Wirklich, Aloy. Man muss kein Genie sein, um zu ahnen, dass Helis dich mittags in den Sonnenring werfen würde. Ich brauchte zwei Läufer, um es zu schaffen. Es hat geklappt. Und jetzt ab mit dir. Seit wann kannst du Maschinen überbrücken? Seit du diese Technik entdeckt hast. Ich musste für die notwendigen Teile natürlich einen Verderber vernichten. Aber du hast mir ja gezeigt, wie man das macht. Ein weiterer Vorteil davon, dich über deinen Fokus zu überwachen. Ehrlich gesagt, die zugrunde liegende Logik ist gar nicht so verschieden von den Riten der Banuk-Schamanen. Aber natürlich weiter ausgereift. Toll. Gern geschehen, schätze ich. Helis hat dich im Sonnenring erkannt. Du sagtest, du hast die Eklipse unterstützt. Nicht, dass du den Mann kennst, der mich töten wollte. Jetzt weißt du es. Der Mann ist eine Bedrohung. Also tun wir, was wir können, damit er und Hades nicht siegen. Gut. Ja, wir hätten ihn gerade töten können. Ich war drauf und dran. Ich werde gehen. Was es schlimmer macht, Helis hat Eklipse ausgeschickt, um das Heilige Land anzugreifen. Die Nora sind schon geschwächt. Sie haben keine Chance. Du solltest mit mir kommen. Auf gar keinen Fall. Ich muss ein paar Vorbereitungen treffen. Was denn für... Warum frage ich eigentlich? Du sagst es mir eh nicht. Wenn die Zeit reif ist, melde ich mich.
Ich melde mich später. Und einstweilen, falls du wieder ins Schatten-Kaja-Gebiet willst, habe ich hier eine Rüstung, in der dich niemand erkennt. Du denkst wirklich an alles, was? Einer muss es ja. Aloy, als du die Alpha Registry geborgen hast, unten im Zero Dawn Bunker, ich war gemein zu dir. Ganz im Ernst. Ich hoffe, dass im Innern des Berges jemand auf dich wartet. Kein Etwas, ein Jemand. Yeah! Tschüss, Silence! Jo, Folge ist eh zu Ende. Gucken wir uns mal hier Fertigkeiten. Wir haben 8 Punkte zu verteilen. Es ist eh vollkommen egal, was wir machen. Und haben wir jetzt noch eine Hauptquest? Ja. Verräterkopfgeld? Vanasha? Die beiden hier waren Add-on und das hier ist. Was ist das denn? Das ist hier. Na gut, dann machen wir da in der nächsten Folge weiter, Freunde. Wir können jetzt gerade noch mal im Notizbuch gucken. Ach, guck mal. Jetzt haben wir hier mal ein paar Datenpunkte. Allerdings macht es mir ein bisschen stutzig, dass hier zwischen welche fehlen. Vielleicht nicht gerade gut. Ja, gut. Ich sage jetzt erstmal Tschüss. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Brilli.